So, wir sind hier bei der Grenzwache und wir müssen hier runter zu dem Tor, zu den Säulen der Schöpfung. Und dort gibt es dann die Schreinerwerkzeuge irgendwo. 530 Meter in die Richtung. Genau, wir müssen hier durch die Schimmersteinmine durch. Okay, dann nehmen wir hier noch ein paar Gegner mit. So, ich würde mich aber jetzt schon auf direkten Weg da irgendwie in die Richtung begeben. In der Mine werden wir auch noch den einen oder anderen Gegner haben, den wir vernichten müssen. Wobei, die Pflanzen. Ich glaube, 40 Erfahrung, oder? Oh nein, nur noch 15. Und wir heilen uns nur noch mit 13, nicht mehr mit 14, weil wir diese 20% Bonusheilung von unserer Heilertunika nicht mehr haben. Aber dafür haben wir natürlich dann, gerade jetzt, wenn wir unterwegs sind, auf Nahkampf eine bessere Rüstung. Und ich sag mal, die zusätzliche Ausdauer, die uns unsere neue Rüstung beschert, die ist ja auch nicht zu verachten. So, hallo du. ...216. Ich muss durch die Mine durch. So. Na komm her. Oh, hier gibt es wieder die Grünen. Okay, wo kommst du denn her? So, mal mit unserem Eisbolzen ein bisschen arbeiten. Vor denen habe ich immer noch ein bisschen Respekt, wenn die uns treffen. Das war nicht clever. Ich habe die Kiste zerbombt. So. Was gab's hier dahinter? Hier war auf jeden Fall eine Truhe, glaube ich. Ah nein, hier gab's einen Funken. Zwei Funken. Sehr schön. Die nehmen wir doch gerne mit. So. Alles mitnehmen. Oh. Hier haben wir noch Wolf. Und hier haben wir noch einen von denen. So, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, setze ich jetzt hier direkt einen Altar hin? Ich glaube, das macht Sinn. Das ist ja hier wie so ein Übergangspunkt, wo wir noch hier runter können, wo wir durch können.
Ich glaube, der macht Sinn. Ich reiß mal hier rüber. Ich will nur kurz den Altar abbauen, dass wir wieder einen übrig haben, falls wir doch einen brauchen, nicht, dass wir es vergessen. So, Flamme tilgen, den machen wir weg. Weil den brauchen wir nicht wirklich. Hier haben wir die Warte, aber der hier könnte uns noch von Nutzen sein, weil wir hier runter müssen, wobei hier auch die Warte ist. So. Okay. Zu den Säulen der Schöpfung. Fackel wieder runterlegen. Ich könnte mal hier minus, aber ist das noch. Ist das noch rotes Miasma? Nein, okay. Aber es ist Miasma. Hatte ich irgendeinen Miasma-Trank dabei? Minus eine Minute würde ich jetzt hier nicht unbedingt bevorzugen. Oh, was haben wir hier aufgesammelt? Das können wir zerlegen. Ich würde gerne hier vorne in diese Räume rein. Achso, das ist. Okay, da will ich doch nicht rein. Das ist Lava. So. Alles gründlich untersuchen. Wir gleich am Anfang hier irgendwas verpassen. Aber hier oben scheint nichts zu sein. Ah, da haben wir wieder unsere Freunde. Welches Level haben die diesmal? Stufe 16. Okay. Guten Tag hier. So. Oh, da hinten noch. Noch mehr von der Sorte. Das war das Falsche. Sechs. Falsche Seite. Das war doch ganz schön knapp. Oh, meine Nerven. So. Überall diese kleinen Krabbelfiecher wieder. Ah, das ist schon wieder so, ne? Sollte ich hier vielleicht den Knüppel, den Nahkampfknüppel nehmen? Weil ich damit, ja, und damit treffe ich mehr. Das ist vielleicht wirklich sinnvoller. Okay. Okay, wir sind aus dem Miasma raus. Ein Glück. Wir sind schon relativ tief drinne. Irgendwo hier müssen die Werkzeuge sein. Speicherpunkt. Bronze und Kupferbarren. Oh, jawohl, ein Zinnbarren haben wir sogar bekommen. Ewiger Feuerball bei Alchemist freigeschaltet. Sehr nice. Ich hatte es noch gesagt, erst wir haben schon lange keinen ewigen Zauber mehr bekommen. Und ich bin gespannt, wie viel Damage der ewige Feuerball dann machen wird. Oh,
ewige Kettenheilung auch aktiviert. Haben wir jetzt gerade so einen Punkt irgendwie erreicht, wo wir das dann alles craften können? Besserer Mana-Trank? Okay, das war's aber jetzt, glaube ich. So eine Halle der Erbauer, einfach so mitten im Felsen. Wahrscheinlich müssen wir wirklich hier zur südlichen Karawane. Ach du heiliger Bimbam. Ich glaube, wir müssen da hoch. Wow. Okay, das ist schon sehr krass hier. Die Säulen der Schöpfung. Inneres Sanktum. Finde die Schreinerwerkzeuge, die müssen hier irgendwo sein. Entdecke die Schreinerwerkzeuge in den Forschungscamps. Können wir schlafen? Ist schon Nacht? Oh ja, wir haben schon Nacht. Ich schlafe mal eine Runde. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen so einen leichten Flair von so Moria-Minen. Das sieht auf jeden Fall tödlich aus da unten. Da hinten ist auch noch ein Camp. Okay, nichts. Ich gehe jetzt die Treppe hoch. Ich muss mich jetzt unten umgucken. Ich hätte jetzt eigentlich seltsames Bauwerk. Oh, wir müssen hier. Seltsames Bauwerk, inneres Sanktum und dahinter müssen wir. Was haben die hier geschmiedet? Okay, das sieht ein bisschen aus wie bei dem Brunnen. Und ich glaube, da oben sind die Werkzeuge. Jetzt waren wir gerade hier, da hat irgendwas geleuchtet. Da oben. Wobei, das ist ein Obelisk, so wie es aussieht. Oh Mann, wie geil. Könnte auch ein Tor sein zu irgendeiner anderen Welt oder sowas. Okay, nur mal kurz gucken. Nicht, dass wir hier irgendwie vielleicht ein Geheimnis verpassen. Mega. Also das hier gefällt mir schon richtig gut. So, was sind keine Gegner da komischerweise? Aber da oben sind Fallen. Was haben wir hier? Südliche Karawane, hier geht es wahrscheinlich raus, oder? Okay, wir gehen erstmal nach oben weiter. Und da gibt es gleich was zu lesen. Ein Bettchen. Keine Kiste. Na gut, was haben wir hier? Neue Theorien, die Säulen der Schöpfung. Forschungsstätte, Erbauer und die Flamme. Haben wir hier wieder was Neues? Ich muss meine Studien überdenken. Meine Theorie nahm erst an, dass dieser Berg der Säulen der Schöpfung ein aktiver Vulkan sei. Der Abgrund voll Lava wäre ja wohl Beweis genug. Ich dachte, dass die Spitze während eines prähistorischen Ausbruchs aufgerissen worden sein muss und das Land, wie wir es kennen, geformt hat. Und diese seltsame Struktur, nun ja, vielleicht ein Ort des Gebets und der Andacht, vor langer Zeit von den Erbauern errichtet. Leider habe ich das alles nicht als Erster entdeckt.
Boromir war auch schon eine andere Expedition hier. Ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Sie glauben, dass es sich um eine Art Tor handelt. Wirklich interessant. Ich werde mal meine Theorien anpassen, Caspian. Ich hab's doch gesagt, ein Tor. Das sieht aus wie ein Tor. Und wer weiß, wo das Tor hingeht? So. Kann ich mich eigentlich hier durchseppen? Autsch! Das wäre beinahe schief gegangen. 300. Ich wollte mich so da durchseppen. 300, wow. Okay, dann muss ich beim Zurücklaufen extrem vorsichtig sein. Weil das hier tat wirklich gerade höllisch weh. Was haben wir hier? Sieht auch wieder aus wie so eine Krypta der Erbauer. Verbrannter Ziegel. Bronzebarren. Also der Loot ist echt gut hier. So schnell könnte ich die Sachen wahrscheinlich gar nicht farmen und herstellen. Oh je, ich sehe schon wieder. Fallen über Fallen. Ich muss mal kurz gucken, müssen wir hier durch? Es scheint fast so. Yep, hier führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen hier durch. Wobei ich wahrscheinlich auch einfach da den Weg hätte hochgehen können. Mit der Spitzhacke hier ein bisschen gearbeitet, dann hätten wir wahrscheinlich da hochlaufen können. Das haben sie sich wahrscheinlich nicht gut überlegt hier, sag ich mal. Da hätte man wahrscheinlich abkürzen können, aber wir wollen den offiziellen Weg gehen. So. Okay, ich muss in diese Richtung. Das war knapp. Alchemistischer Grundstoff haben wir bekommen. Okay. Okay, das scheint es hier oft zu geben. Also nicht so selten. Effektiv. Leuchtenstaub. Eine Waffe. Hirtenstab. Na gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Zerlege ich mal. Okay, wir müssen bald weglagern. Aber gut, bis zu den Werkzeugen werden wir es noch schaffen, hoffe ich. Autsch. Das wäre beinahe schief gegangen. Noch ein paar Bronzebarren. Sehr schön. Gebt mir ruhig mehr davon. So. Das ist die Tür hier, oder? Oder was hat das jetzt bewirkt? Ich glaube, das war die Tür. Wir können klettern und wir können uns auch hier durchbauen, aber wahrscheinlich ist das hier zum Klettern gedacht. Da habe ich doch was gesehen. Wie kommen wir denn da hoch? Hier durch.
Okay, ich muss hier wirklich alles kaputt machen. Es gibt fast nur gutes Zeug hier zu finden. Ich würde gerne da hoch. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das sieht nach einer Falle aus. Waldlangbogen. Wo ist die Falle? Wo ist der Gegner? Okay, doch keiner da. Da oben, da muss... Ah, da oben ist auch noch ein Schalter. Dafür war der da. Komme ich da schon hin von hier? Ach nein, der eine ist aktiviert. Den zweiten muss ich noch aktivieren. Gereinigter Verband bei Jägerin. Okay. Das zuerst. Okay, das war nicht so spektakulär. So. Ach so. Okay. Ah. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Den habe ich von unten ja schon aktiviert. Ah, und den noch nicht. Hier haben wir noch ein paar. Besser. So, jetzt sollte die Tür offen sein, oder? Was haben wir hier? Ah, fast eine Kiste übersehen. Säurebiss. Okay, hatte ich auch noch nicht. Glaube ich zumindest. Okay, jetzt sind die zwei und die zwei offen. Ah, okay. Wir sind da lang und jetzt das ist der Rückweg quasi gewesen. Müssten wir gleich da sein. Oh ja, hier ist auf jeden Fall Obelisk der Erbauer. Der beschert uns wieder Gutes. Lesen wir gleich mal. Aber erstmal kurz hier die Krüge. So. Lesen. 8 neue Orte haben wir bekommen. Unser wachsames Auge gen Himmel, für immer versiegelt. Energie, die tief aus dem Kern hervorbricht. Ein Licht erstrahlt und durchdringt die Grenzen des Weltraums selbst. Eine Tür, die von Flammengeküsten geöffnet werden soll. Der hellste Funke wird den Weg des Feuers beschreiten und erleuchten, was sich im Schatten verbirgt. Die Sterne dürfen niemals erlöschen, die Sonne niemals finster werden. Und über allem wird sich ein Vermächtnis erheben, das auf ewig Bestand hat. Okay, das ist neu. 8 Punkte. 1, 2, 3, 1. Schrein der Flamme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, die sind neu. Oh, die Punkte gehen gar nicht mehr weg. Wahrscheinlich kleiner Bug. Bitte des Schmieds. Oh, finde die Schreinerwerkzeuge. Wir müssen unbedingt dahin. So. Oh, noch mehr Krüge. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier oben sein. Hier geht's auch schon wieder. Mal gucken.
Es müsste theoretisch gesehen da irgendwo sein. Okay, da geht auch ein Weg hoch. So. Genau, und ich denke mal, hier hätten wir abkürzen können, wenn wir uns einfach durchgebaut hätten. Da hinten ist der Weg nach unten. Boah, wie das aussieht. Einfach zu krass. Sehr geil. Okay. Wir gehen hier nach oben. Ich denke mal, hier oben, das sieht doch auch nach Forschercamp aus und da leuchtet doch auch schon was. Und da stelle ich mir doch die Frage. Ach so. Wenn ich hier nochmal zurück will. Kalkstein. Kalkstein ist nicht gut. Löschen. Schutt brauche ich auch nicht. Ich hätte gern Steine. Hier im Boden vielleicht. Kalkstein. Kalkstein. Oh, das ist alles Kalkstein. Das ist nicht gut. Was kann ich denn hier? Wir haben so viele neue Sachen. Okay, den Bogen kann ich zerlegen. Wir haben noch zwei Plätze. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens einen Platz. So, Forschungslager. Und das sieht doch aus, als wären das hier die Werkzeuge, oder? Schreinerwerkzeuge. Sehr gut. Wir haben die Werkzeuge gefunden. So, okay. Dann gibt es hier noch was. Oh, veredelter Steinblock. Eine Kiste. Und noch was. Zu lesen. Ich hab's völlig vermasselt. Eine neue Geschichtsseite. Erbauer und die Flamme, Säulen der Schöpfung von der Forschungsstätte. Dieses seltsame Bauwerk. Wir wissen nicht, wozu es dient. Kaspian, dieser Idiot, hat uns nach unserem Fortschritt gefragt. Ich stammelte nur vor mich hin und habe mir dann einfach etwas ausgedacht, sagte. Es sei ein Tor zu den Sternen, das die Erbauer damit einen Pfad gen Himmel öffnen wollten, angetrieben von der Energie des Feuers. Ja, und ich glaube, er hat das geschluckt. Ich möchte nicht, dass Kaspian etwas vor uns herausfindet. Ich habe mir seine Steinmetzwerkzeuge geschnappt und sie in unser Lager versteckt. Wenn Lorraine Krim hier wäre, würde sie mich dafür schwer verurteilen, aber. Nun ja, wahrscheinlich ist sie mit dem Damm beschäftigt. Nala. Die haben den verarscht. Die haben gesagt, das ist ein Tor. Und dabei wussten sie es selber gar nicht. Aber es sieht halt auch wirklich aus wie ein Tor und die könnten schon damit recht haben. Forschungslager. Und da oben geht's raus. Ich will gerne hier einen Altar bauen. Gib mir Stein. Kalkstein. Das da oben sieht aus wie eine Truhe. Also, sieht noch nicht aus wie eine Truhe, aber wie ein Versteck auf jeden Fall. Das hier ist doch Stein, oder? Oh, ein Glück. Ein Glück. Okay. Flammalter. Und wir haben noch Platz und wir können ihn hier aufstellen, oder? Kann hier nicht gebaut werden? Nicht. Können hier nicht drinnen nicht hinbauen? Ich wollte mir gerne einen Spawnpunkt machen. Ah. Apropos Spawnpunkt. Hier geht's nach draußen. Vermutlich kann ich hier einen Spawnpunkt festlegen. Hier haben wir direkt ein Lager von den Wuka.
VUCA-Lager. Lass ich mal kurz links liegen. Ich gehe gleich nochmal rein. Aber sehr gut, okay. Ich wollte nur den Safe Point auf jeden Fall hier oben schon mal sichern. Okay. Ah, Moment, die sind feueranfällig. Und geben auch wieder 40 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So. Lufthammer, 51 Damage. Plus 30 kann der bekommen. Okay. Lufthammer. Ich glaube, den muss ich verbessern. Und ich muss definitiv zurück. Okay, wir sind dann hier oben draußen. Das heißt, ich brauche eigentlich den Altar. Hier bräuchte ich eigentlich auch nicht mehr. Weil hier sind wir ja reingelaufen und hier sind wir direkt, wenn wir da zurückkommen, direkt im inneren Bereich. Und hier könnten wir dann zur südlichen Karawane gehen. Das sieht mir alles ganz gut aus, soweit. Okay, wir haben die Werkzeuge gefunden. Wir gehen erstmal zurück, dann bauen wir die Werkzeuge auf und gucken mal, was wir dann dazu bekommen und ob wir uns vielleicht neues Werkzeug und so craften können oder ob wir noch Sachen brauchen. Also es geht erstmal Richtung Heimat, ja, und dann geht es ja auch schon weiter mit die Bitte des Schmieds. Weil jetzt müssen wir die noch platzieren und dann die Bitte des Schmieds. Okay, so, zurück nach Hause. Was eine coole Mine das hier gewesen ist.